Ciao amici del Carro Scopa! Dopo aver lasciato il freddo del Tour de Romandie, benvenuti alla nostra avventura italiana con il Giro d'Italia 2024. Oggi non solo seguiremo il pedale agile di Tadej Pogacar, il favorito per la maglia rosa, ma ci lasceremo anche tentare dalle delizie culinarie che solo l'Italia può offrire. È il momento perfetto per mettere la mocca sul fuoco, sedersi e prepararsi per storie entusiasmanti, paesaggi mozzafiato e, perché no, qualche chilo in più. Allacciate le cinture, si parte con stile, ritmo e un pizzico di follia. Ciao a tutti, mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss. Und mein Name ist Andi Stauff. Und vielen Dank an den Joel, der ursprünglich aus Lugano kommt und mir ungefragt dieses grandiose italienische Intro angeboten hat. Also, wer sich berufen fühlt und Italienisch kann, meldet euch bei mir für die nächsten Wochen. Wir machen nämlich auch 3 Giro-Sonderfolgen, die ihr immer montags genießen könnt. Also brauche ich 6 italienische Intros. Und im Moment habe ich nur noch 2 Leute im Kopf, die ich belästigen kann. Ja, wenn ich gehe, ich zu meinem lokalen Spaghetti-Eis-Händler des Vertrauens und frage da mal nach. Hey, auf jeden Fall. Da kannst du auch mal die Adresse preisgeben. Auch. Dankeschön. Was preisgeben? Die Adresse von dem Eiscafé. Nee, ja. Ach so, ein bisschen Werbung machen für den. Ja. Nee, mache ich nicht. Weil dann wird es teurer, ne? Ja, genau. Weil mir haben schon Leute geschrieben, bei dem kostet... Wie teuer für dich gibt es denn bei dem kostet Spaghetti-Eis 11 Euro oder 12 Euro. What? Ja, das ist halt... Wo ist das denn? Weiß ich, aber es gibt ja mittlerweile auch, wie ich gehört habe... Also die Leute sollen sich bitte nochmal bei dir melden. Ich will jetzt wissen, wo das Spaghetti-Eis 12 Euro kostet. Ja. Die werden hier an den Pranger gestellt. Ja, bin ich auch dafür. Und vor allen Dingen ist ja wieder Döner, ne? Also es gibt ja jetzt anscheinend, also ich habe schon lange keinen Döner mehr gegessen, aber die kosten mittlerweile anscheinend im Durchschnitt in Berlin 7 Euro und in München oder Köln, eins von meinen steht, bei 10 Euro im Schnitt. Der alte Döner 10 Euro. Wo sind wir denn da hingekommen? Ja, lass mal lieber wieder billiges Fleisch essen. Ja, auf jeden Fall. noch ein bisschen reinwecken und dann... Olaf Scholz, mach Spaghetti-Eis für 12 Euro. Ja. 12 Euro ist schon eine Ansage für ein Spaghetti-Eis. Dann würde ich mal gerne wissen, was das für eine Zusammenstellung ist. Ja, vor allem, Spaghetti-Eis sind ja in der Regel eigentlich 2 bis 3 Vanille-Eiskugeln nur, ne? Und Sahne. Also es ist ja nicht... Also gut, ist jetzt, keine Ahnung, kommt die Vanille aus Madagaskar oder aus, weiß ich nicht woher, aus irgendwelchen künstlichen... Egal, Sachen. Wir wollen die Leute ja nicht verkraulen. Es gibt schon welche, die sind genervt beim Spaghetti-Eis-Thema. Herzlich willkommen. Ja. Und jetzt, wo wir schon hier so bei Verpflegung und kulinarischem sind, ich habe mal wieder eine Hungerast-Einsendung bekommen und ich finde, wir könnten unsere Community hier auch immer so ein bisschen aktivieren. Italienische Intros bitte schicken, französische zu Tour de France, spanische zur Vuelta und Hungerast-Geschichten oder andere dumme Geschichten aus dem Radsport, schickt immer ruhig mal ein, wenn es geil ist, dann spiele ich es hier ab. Ich habe heute auf dem Rad mal wieder Besenwagen gehört und die Hungerast-Geschichte. In dem Urlaub, wo das Foto herstammt, hatte ich auf jeden Fall den härtesten Hungerast meines Lebens. Am Tourmalet. Vorher schon 2 Pässe gefahren, ohne was zu essen natürlich. Und dann so langsam gemerkt, wie es mir den Stecker zieht, bis ich wirklich nicht mehr vorwärts gekommen bin. Da habe ich mich auf so eine Mauer gelegt. Jochen und David, das ist der mit dem Mapprei Trikot, sind weitergefahren. Jochen hat später auch noch Hungerast gekriegt. So richtig Bleppo-Truppe. Dann kamen so 2 französische Wanderer, die ich wirklich so um Essen angebettelt habe. Und die hatten dann das absolut geilste dabei, was man sich überhaupt vorstellen kann. Die haben ja so einen ungefähr 15 cm hohen Stapel zu so Dreiecken gefaltete Crepes mit Zucker und Honig einfach gegeben, weil sie sowieso mit ihrer Wanderung fertig waren. Und die Dinger habe ich einfach komplett inhaliert in wahrscheinlich 15 Sekunden. Dann habe ich da noch so ein bisschen rumgelegen, bis es wieder ging. Und dann ging es weiter. Aber irgendwann habe ich oben Jochen eingesammelt, der da auch irgendwo havariert war. Und selbstverständlich hat er alles aufgegessen und seinem Kumpel nichts mitgebracht, so wie es anhört. Ja, gut, er wusste ja nicht, dass sein Kumpel weiter
weiter oben ja, Hunger das hast. Nennt sich Karma, Jochen. Ist ja selber schuld. Ja, ja ein, wer es erkannt hat, ein guter Freund von uns. Nee, ich habe es nicht erkannt. Ja. Ach so, ja, nee, jetzt weiß ich, ja, okay. Könnt auch mal wieder was erforschen für einen Besenwagen. Grüße gehen aus, ja gut, aber wenn du die ganze Zeit natürlich Hungerast hast, ne, dann ist auch schwer mit Nachdenken. Ja, ja richtig. Ja, mein Wochenende war auf jeden Fall turbulent. Ich dachte kurzfristig, Samstag, dass wir Tracker gewonnen haben. Wer es nicht mitbekommen hat, Paul war ja nicht da, Paul leider krank gewesen, aber Rose Racing Circle, ja so ein bisschen mein Babyprojekt da und damit hatte ich auf jeden Fall nicht gerechnet. Ich hatte schon so gesagt, es gibt Bonus, wenn Podium, aber und damit habe ich eigentlich auch schon nicht gerechnet. Ja, aber das ist ja jetzt auch ein bisschen tiefstapeln, aber jetzt auch von euch, oder? Ja, komm, ganz ja, ehrlich. Naja, also Scouting war schon ganz okay, aber dass der Tracker gewinnt, konnte man jetzt nicht von ausgehen. Ja. Hat er ja auch nicht. Hat er auch nicht, im Endeffekt. Musste ich jetzt doch keine Rolex kaufen. Ja. Aber auch da gibt es ja gute Fake-Exemplare. Genau, da hilfst du mir dann, ja, ganz nötig. Willst du kurz Kontext schaffen? Ja, also Tracker, sagen wir jetzt mal Männer, Elite, Hauptrennen, 200 Kilometer, Louis Neff und Frederik Rassmann von Rose Racing Circle am Start und dieses Projekt betreue ich halt so ein bisschen und oder ein bisschen mehr. Und ja, ich bekam schon so über den Tag, ich war selber auf dem Fahrrad, bekam ich immer so Mitteilungen auf diversen Kanälen, Fred, Louis immer noch Spitzengruppe, ey, der gewinnt das, ey, der gewinnt. Ich so, ja, klar. Dann irgendwann mal drauf geguckt, hat gewonnen. Auch so mit Video schon, ne? Das Video, was dann einige Leute auch auf Social Media gesehen haben. Sprint am Schluss, Drei-Mann-Gruppe. Rassmann gewinnt, souverän, jubelt ins Ziel. Und dann so 45 Minuten später hieß es dann auch so offiziell bestätigt jetzt vom Veranstalter. Es war schon direkt so ein bisschen Doubt. Ey, da, irgendjemand hat sich beschwert, ist in der Verpflegung irgendwie was nicht so gelaufen, wie es sein soll. Die wollen disqualifizieren irgendwie. Und ich, ja, okay, erstmal noch nicht freuen, aber 45 Minuten nach dem Ziel gab es vom Veranstalter offiziell, ja, du hast gewonnen, ist jetzt safe. Rassmann, ich mich mega gefreut, erstmal überall hin Voicemail geschickt, geil, wir haben gewonnen. Rassmann erstmal pennen gegangen, nach Hause gefahren, geduscht, gepennt, aufgewacht, hat er leider verloren gehabt. Haben wir dann irgendwie anderthalb, zwei Stunden später, haben wir das Ganze nochmal revidiert, gab wohl... Also gut, ich erkläre. Louis und Fred standen mit Trinkrucksack am Morgen im Startblock, weil erste Verpflegung war erst ab 107 Kilometer oder so. Nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. War wohl das stimmt ein, nicht. Was, 107, nee. 108, was stimmt Gerst. Denn? Also die erste, das nächste sage ich ja jetzt gleich. Es gibt einen Punkt davor, da darfst du aber scheinbar, so wie ich es verstanden habe, nur stehen bleiben und dir selber die Flasche richtig, auffüllen. Richtig, also das war die erste Verpflegung. Aber die ja, war. Genau. Da darfst du nichts, genau, also, nichts gereicht bekommen. Man muss unterscheiden, es gibt Assisted und Unassisted. Also quasi welche, wo du nicht Hilfe von außen bekommen darfst und welche, wo du externe Hilfe bekommen kannst. Also von Teammitgliedern, Mechanikern, pipapo. Ja. Ja. Und der erste Assisted war halt bei 100 irgendwas. Und dann hat sich wohl da so im Fahrerfeld. Deutschsprachigen Fahrerfeld herumgesprochen, ja, du kannst einfach deinen Trinkrucksack da hinlegen und dann aufnehmen. es waren mehrere. Und unter anderem mein guter Freund und der, Lukas der Baum. Kann ja, also das ist halt, der hat sich selber auch noch disqualifiziert. Ja. Ja. Und dann ist man halt, weil so mehrere Leute gesagt haben, ja, safe, ich mach's auch so. Ist man dann dazu übergegangen, diesen Trinkrucksack auszuziehen, der Verpflegungskrew mitzugeben und dann in dieser ersten Verpflegung quasi hinlegen zu lassen. Turns out, man durfte das da nicht hinlegen und dann wurde das später angereicht an einer 100, 200 Meter weiteren ja. Stelle. Was definitiv richtig. Verboten ist, also gar keine Frage, falsch gemacht, laut Regelwerk, nicht konform mit dem Regelwerk gewesen. DQ also quasi gerechtfertigt oder das, was dann da passiert ist. Ist ja kein DQ. Fred,
Ja, ja, genau. Er hat 5 Minuten Zeitstrafe bekommen, was ihn auf den 19. Platz versetzt, was genauso gut wie ein DQ ist. Gut, dass er dann da gar nicht draus getrunken hat, weil er wohl direkt schon angefeindet wurde, ist jetzt auch nicht mehr besser. Was soll's? Ja, auf jeden Fall relativ turbulenter Samstag für mich dann gewesen. Schade. Wir hatten uns sehr gefreut. Aber naja, ist glaube ich insgesamt trotzdem ganz geil. Zumindest hat jeder mal kurz gesehen, dass er hätte vorne sein können. Ja, und, echt schade. Also, ich glaube jetzt nicht, dass es einen Unterschied gemacht hat zwischen Sieg und Niederlage. Ja, ich glaube also, auch nicht. Absolut. Von daher trotzdem irgendwie Glückwunsch für die Leistung. Ein bisschen mehr Professionalität vielleicht hier und da, ne? Aber das ist dann vielleicht der Unterschied. Ja, aber ich finde interessant, dass, dass die sich haben überreden lassen an der Startlinie. Das ja, es ist irgendwie eine blöde Geschichte auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir sehen uns alle in Aachen. Bist du am Start? Das entscheiden wir morgen. Also ich bin noch nicht gesund. Ah, okay. Und Anbauen ist halt Anbauen ist halt einfach das große Highlight, das darf ich jetzt nicht riskieren. Ja. Aber die Woche, also so anderthalb Wochen nicht so, also ich bin einmal kurz Rad gefahren, das war aber nicht gut, also anderthalb Wochen im Prinzip ohne richtig Sport, merkt man schon auf dem Rad, ne? Ich fühle mich gerade wie nach der Saisonpause. Hatte letzte Woche auch noch Fieber und so, also es ist jetzt ungünstiger Zeitpunkt, sagen wir mal so, ja. Aber genau. Ja, bis Anbauen sollte doch eigentlich ganz gut, wobei dann der Reisestress auch wieder kommt und so weiter. Ja, man darf nicht vergessen, ne? Das zieht schon einen Körner. Jeder von uns war schon mal krank, aber ja, ich mach's Beste draus. Ja, wie war euer Wochenende? Naja, ich lag rum. Meinst du ja genauso aus. Ich habe mir auch irgendwie so einen Infekt letzte Woche abgeholt, der mich wirklich auch mal 24 Stunden komplett flach gelegt hat und dann mal immer wieder und in einer der guten Phasen am Wochenende wollte ich mal hier im Kaffee trinken gehen. Jetzt bei mir um die Ecke hat endlich mal ein vernünftiges Kaffee. Aber zu Fuß. Ja, ja, klar zu Fuß. Nee, nicht also mit Fahrrad. Davon bin ich aktuell noch weit. Also heute ging es schon wieder wahrscheinlich, aber da war ich am Sonntag noch weit von entfernt. Irgendwie ein bisschen mehr Bewegung als ein kleiner Spaziergang. Naja, jedenfalls habe ich ungefähr eine halbe Stunde verbracht und ich habe euch eben schon erzählt, ich habe nicht mitgezählt. Aber ich würde mal sagen, so zwischen 40 und 50 Radfahrerinnen und Radfahrer entweder selber in das Café eingekehrt oder dran vorbeigefahren. Und ich kann es einfach immer noch nicht fassen. Also das geht ja jetzt schon eine ganze Weile so, dass ziemlich viele neue Leute auf dem Fahrrad unterwegs sind. Aber dass das so Übermaße jetzt hier aussieht, ne? Also ich habe mir jetzt ja schon Zwischenberichte von Mallorca geben lassen. Da ist mittlerweile an der Tankstelle zum Kloster nach Inca mehr los als im Megapark. Es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Naja. Das ist wirklich, kann man ja, erzählen. Das Problem ist, dass diese ganzen Ortschaften, also Malle und auch Girona, dass sie, glaube ich, alle zu klein werden für die Anzahl an Leuten, die da hinwollen. Also, so, dass der Verkehr auch noch irgendwie gut funktioniert und die AnwohnerInnen nicht angepisst sind, was sie natürlich auch nicht alle benehmen, muss man sagen. Mit dem Rad oder irgendwie im Verkehr sich dementsprechend verhalten. Da bin ich echt gespannt. Ich kenne jemanden, der ist gerade auf Mallorca und meinte auch, also das ist halt, sobald du fährst ja im Auto über die Insel, das sind halt keine 50 Meter, wo du nicht an Leuten vorbeifährst. Also es war jetzt gerade gar nicht negativ, aber es ist halt so. Es ist, also wir waren ja vor kurzem auch nochmal da und es ist einfach wie ein Radmarathon. Das ist wie eine riesen RTF. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Wirklich so, genau so könnt ihr euch das vorstellen. Das ist wie, also so stelle ich mir Ötztaler vor. Du fährst halt, du überholst natürlich auch, also wenn, ich bin ja nur so mittelgut, aber du überholst auch da nur Leute, so wie ein Radmarathon. So unfassbar, also wenn man jetzt hier so Kölner Westen rausfährt, dann gibt es nicht so viele schöne Wege zum Rausfahren, die so ein bisschen verkehrsberuhigt sind, wenig Ampeln haben. Und ein Weg davon, der wird wirklich so dermaßen überstrapaziert gerade, dass das wirklich schon in der Lokalpolitik gelandet ist, weil sich die Anwohner beschweren. A, fahren die Gruppen oder auch die Fahrer einzeln zu schnell durch die verkehrsberuhigte Straße, da nur Tempo 30 ist. Und
Zweiter Punkt ist eine Lärmbelästigung am Wochenende. Wenn die Gruppen da durchfahren und halt laut erzählen, fühlen sich die Leute belästigt, weil die da halt wohnen und wahrscheinlich dann noch beim Ausschlafen am Wochenende gestört werden. Also ist schon sehr skurril teilweise hier die Szenen. Und man muss sagen, also wenn du jetzt hier die üblichen Wege rausfährst und machst 100 Kilometer, triffst du 100 Leute. Und was mich dabei ernervt, mhm. musst du 100 Mal winken. Also ich stelle das jetzt ein, ne? Ganz ehrlich. Also ich will ja auch mal so ein bisschen meine Ruhe haben, wenn ich Fahrrad fahren gehe. Und dann das, immer noch so, hier, da und Das Gute daran ist ja, dass viele in bestimmten Kit mit bestimmten Sachen an eh noch nie die Hand gehoben haben und gegrüßt haben. Von daher bei euch vielleicht so in Berlin. Aber hier in Köln, hier in Köln, auf Mallorca. Grüßen auch die Leute mit dem Panormal-Kit. Auf Mallorca sind ja mittlerweile auch viele andere Nationen. Ich frage mich so, ob es in anderen Ländern vielleicht auch nicht so verbreitet ist, zu grüßen. Also ich hebe ja immer so die Hand vom Lenker. Es sind super viele Amerikaner mittlerweile auch da. Das hört man so in den Cafés, halt so American English. Und Briten, Holländer, viele mitbekommen. Keine Ahnung. Aber ja, du kannst nicht mehr so viel grüßen, auf jeden Fall auch da nicht. Aber das ist halt echt, also ich habe einen Freund, der hat so eine Reiseagentur, also er macht so Radreisen, so wie in Gamba, wo Andi ja auch den Inhaber kennt. Mhm. Und seitdem es die Direktflüge gibt aus New York nach Malle, hat sich da echt nochmal richtig was getan, auch so. Das ist halt echt krass. Mhm. So. Weil die ganzen, jetzt kommen die Amis halt drüber und ist ja gar nicht so weit in deren Kontext. Fliegst du halt nach Malle oder nach L.A.? Dann will ich auch wahrscheinlich eher nach Malle fliegen. Weißt du? Ist halt günstiger, stressfreier und auch das wahrscheinlich, ich würde sogar sagen, das schöne Radfahren drücker noch. Ja. Ja, muss man, ich freue mich ja, dass jetzt endlich mal die Leute auch in den Sport gefunden haben. Früher war man immer noch so voll der Exot, weißt du. Und dann war es eine Zeit lang so, habe ich ja auch schon mal im Podcast erzählt, wenn du erzählt hast, du warst Radprofi, so, dann kam mir direkt diese Doping-Thematik. Und deswegen habe ich ja irgendwann das so nicht unbedingt direkt jedem erzählt, was ich so mache. Und ich glaube, das kommt gerade so ein bisschen wieder, weil du wirst in Gespräche rein verwickelt, die will ich einfach in meinem Privatleben gar nicht haben. Und auch selbst in meinem Freundeskreis, es tut mir ja leid, ne, aber lass mich bitte mit Radsport in Ruhe und frag mich nicht nochmal, ob ich irgendwo ein Rad billiger besorgen kann. Das ist immer die erste Frage. Oder was hältst du von den Laufrädern? Was immer so Material-Talk, wo ich am wenigsten Bock drauf habe. Naja. Aber ich brauche irgendwann eine Pause. Ich habe eh so ein bisschen zu viel Radsport-Overdose schon wieder. So nach den Klassikern so brauchte ich mal ein bisschen jetzt so Giro. Komme ich gerade so wieder gut rein, aber alles, was dazwischen passiert ist, habe ich jetzt nicht so, nur das verfolgt, was ich verfolgen musste, sagen wir mal so, rein beruflich. Ja, spätestens wenn Vuelta ist, ist wieder Pause angesagt. Ach nee, da freue ich mich drauf, ganz ehrlich gesagt. Dann sind alle drüber. Für unsere Agentur ja ein großes Event, Start in Portugal. Ist bestimmt cool. Lissabon, so ganz ehrlich, Lissabon, da war ich jetzt schon ein paar Mal, ich habe mir immer gedacht, und da gab es auch mal ein Radrennen und so, klar, glaube ich, schon mal eine Weltmeisterschaft. Geiler Ort für so ein Event. Ich kenne die Strecke nicht, aber so wer schon mal in Lissabon war, da geht es ja auch rauf und runter, auch teilweise auf Kopfsteinpflaster. Jedes Mal, wenn ich da bin, denke ich so, hier muss nochmal ein Rennen geben. Ich war noch nie da. Ich muss auch ja, also zum Radfahren hin. Brauchst du nicht dahin, ne? Also so viel Verkehr und so, nee. Aber ja, als Veranstaltungsort bestimmt geil. Ja. Wollen wir unsere Top-3-Kategorie fortführen? Gerne, ja. Und dann können wir danach direkt auch unsere Songs machen, sonst vergessen wir das. Das habe ich auch schon. Ich kann es keinem erzählen, was ich gehört habe nächste Woche eigentlich, aber ich werde es einfach machen. Ja, Top-3 wollten wir machen. Was haben wir in unserer Satteltasche oder beziehungsweise keine Satteltasche, in unserer Werkzeugtasche, wenn man die so nennen will, Tasche drin? Ich glaube, da brauchen wir gar nicht ein Top 3 zu machen, sondern einfach mal erzählen, was wir da so drin haben, oder? Oder gibt es da so ein Ding, was du am liebsten dabei hast? Nee. Am liebsten wird man ja gar nichts davon dabei haben. Ja, richtig. Am besten braucht man es nicht. Also ich brauche es halt auch 95% mehr sogar, der Zeit brauche ich es halt auch nicht, aber halt für alle Eventualitäten, das
Ist halt, ja, da unterscheiden wir uns, glaube ich, mal alle Eventualitäten. Auf die, für die bin ich auf jeden Fall nicht. Ja, aber ich fahre auch ein bisschen mehr Rad als du, Andi. Also, ja, aber also, auch habe ich noch nie gemacht. Hm. Ich glaube, als Profi habe ich erst im letzten Jahr mir ein Multitool beim Mechaniker geklaut. Sorry da an der Stelle, ich weiß halt nicht mehr bei wem. Das ist auf jeden Fall nicht meins, ich habe es immer noch. Aber das habe ich bis dahin gar nicht besessen. Also Multitool können wir uns, glaube ich, schon mal drauf einigen. Macht Sinn. Brauchen wir ja mittlerweile auch bei Steckachsen und so. Ja gut, also ich habe für meine ich habe einen innen Sechskant dabei und einen Torx. Okay, jetzt fangen wir mal an. Ich kann mal kurz sagen, was ich bei mir drin habe. Ich habe unterschiedlich je Fahrrad. Los. Rennrad habe ich zwei Schläuche dabei. Das ist der sicherheitsliebende Paul. Ja, aber Aerotanzi. Nee, aber hör zu. Ja, gut. Aerotanzi sind so schmal und ich habe so eine kleine Satteltasche. Die ist echt mega klein, aber die muss ich auch ausfüllen. Ich habe gesagt, okay, packe ich zwei Schläuche rein. Dann habe ich eine CO2-Kartusche da drin. Dann ein Mini-Mini-Tool, also wirklich richtig kleines. Ein Reifenheber und noch Plugs, so Dynaplugs, um irgendwie ein Schloch beim Tubeless zu am Rennrad zu machen. Ja. Das hast du immer dabei? Ja. Er ist Beste, weil dann brauchst du... Also okay, ich meine, du bist Profi, du musst ja auch dein im Worst Case dein Training durchziehen. Ja, genau. Ja? Ey, ich bin... Oder ist auch im Rennen. Ich habe jetzt schon zweimal... Dann ist die Übung auch Also ich fahre jetzt gerade mit einem Reifen, den ich zwei Tage hatte, aber dann bin ich durch Glasscherben gefahren, weil ich es zu spät gesehen habe, musste dann placken und fahre den Reifen seitdem 2000 Kilometer jetzt schon. Weißt du, also es ist halt so, Spaß dir halt das Wechseln. Voll geil. Ja, ja, safe. Cool. Habe ich noch nie probiert. Muss ich auch irgendwann mal mit anfangen. Ja, ich mach mal weiter von mir aus. Ne? Also ich habe ja, wie gesagt, das Täschchen im Trikot hinten. Ich habe noch nie eine Satteltasche gehabt, weil ich finde, mein Rad ist so klein, wenn da eine Satteltasche dran ist, ihr wisst selber, jede Tasche sieht einfach dreimal so groß aus wie an einem normalen Fahrrad. Es sieht scheiße aus. Was ich mittlerweile mache, ist ein Aerotan-Schlauch mit Kabelbindern unter den Sattel. Den sieht man aber eigentlich gar nicht. Und in dieser Tasche habe ich auch zwei ultraschmale Reifenheber, ein Multitool natürlich, eine CO2-Kartusche auch. Und ich habe dann nochmal in dem Kleingeldfach ultra viel so kleines Geraffel. Ich habe noch so ein Aufschraube-Autoventil drin. Ich habe eine Ventilverlängerung drin. Dann habe ich noch eine andere Ventilverlängerung, die man einfach nur aufs Ventil oben drauf schraubt und da durchpumpt. Und ich habe so einen kleinen Mini-Schraubenschlüssel, von Zip ist der, glaube ich, wo du Ventilverlängerungen mit schrauben kannst, besser als mit diesen kleinen Plastikdingern. Mal überlegen, habe ich noch das irgendwas? Das geht aber auch nur mit dieser Aufsteck-Ventilverlängerung dann. Hatte ich auch mal, habe ich schon ausgetauscht. Ja. Also, ich habe nur einen Reifenheber dabei, weil ein guter reicht. Ja. Ja, also ich habe auch nur einen dabei. Stimmt, ein guter reicht. Ey, ich habe aber mittlerweile sogar eine Pumpe am Flaschenhalter auch. Das habe ich auch. Also ich habe auch nur so ein kleines Täschchen halt, was ich in die Trikottasche reinnehme. Einfach, weil ich mich noch für keine Satteltasche so wirklich entscheiden konnte. Ich hatte mal so einen Sattel, da konnte man das so dran schrauben. Der, weißt du, konntest du eine Halterung festmachen. Da bin ich ja ein Fan von. Gibt es aber nicht für jeden Sattel. Also fast für keinen. Und dieses an dieses Gestell vom Sattel dran binden und so, das finde ich einfach immer nervig. Deswegen einfach, ich habe auch nicht so viel dabei. Also zwei Werkzeuge. Das Tool spare ich mir an der Stelle. Also es gibt schon kleine Tools, die würde ich vielleicht noch durchgehen lassen. Halt, sind jetzt nicht mehr mit meinem Rad kompatibel, weil es keins gibt mit den passenden Torx-Schlüsseln. Italien muss immer irgendwas anders machen. Ne? Ist einfach so. Ja. Ja, aber ich finde es auch, also ganz ehrlich, was soll denn auch im schlimmsten Fall passieren, wofür du jetzt mehr als einen Innensechskant oder Torx brauchst? Also, sorry, dann kannst du wahrscheinlich eh nicht mehr weiterfahren. Ja, das stimmt. Das höchste der Gefühle, was mir passiert ist, wo ich gar nicht mehr fahren konnte, war ich mit Basti dabei, da ist mir ein Schaltröllchen gerissen. Und ja gut, den Innenbusschlüssel hätte ich jetzt vielleicht auch nicht dabei, aber da stehst du sowieso und kommst nicht mehr weiter. Oder es sei denn, Paul Voss hat auch noch Schaltröllchen in der Satteltasche. Nee, aber ich habe ein gepflegtes Rad. Also das ist, also... Ey, das war das hat nichts mit nicht gepflegtem Rad zu tun gehabt. Das war ein Unfall. Das war ein Unfall.
Ja. Sag, wie wir es gemacht haben. Du hast mich geschoben bis zum nächsten Radladen und dann haben wir das Ding ausgetauscht. Also so geht's dann halt auch, wenn man nicht alleine unterwegs ist. Ja. Ich bin auch schon mal mit, also wir sind auch schon mal zu zweit auf einem Rennrad über 30 Kilometer gefahren und hatten eins geschultert dabei. Das war auch witzig. Ich habe übrigens mein Kitsch reduziert. Ich hatte früher ein Tool mit, wo noch draußen links, also so Kettenlinks da drin waren und ein Kettenlieder. Hatte ich sogar bei den ersten Gravel-Rennen, ersten Gravel-Rennen mitgehabt, wo ich dann irgendwann festgestellt habe, wenn ich das machen muss, ist eh vorbei. Aber es hat. Das ist aber halt wirklich manchmal nötig, ne? Also das habe ich auf jeden Fall schon zwei, dreimal in meinem Fahrradleben erlebt, dass eine Kette. Also Bikepacking habe ich immer mit. So. Mhm. Aber ja, okay, Andi, Entschuldigung. Ja, also nur ein Schlauch, auf jeden Fall, ein Reifenheber, zwei Tools, dann auch den Autoventiladapter. Pumpe, wie gesagt, am Rad. Und dann Ventilverlängerung habe ich auch, falls man dann doch nochmal irgendwo anders einen Schlauch kaufen muss. Dann habe ich jetzt aber auch rausgefunden, es gibt ja auch so Patches mittlerweile für die Schläuche. Also wir fahren ja, nehmen ja alle jetzt einen Erotan mit, weil er so leicht ist. Den könnte ich mir auch noch vorstellen, da reinzupacken. Habe ich auch irgendwo rumfliegen, aber aktuell nicht dabei. Und was halt immer da drin ist, beziehungsweise nicht immer, komme ich gleich zu, ist ein Geldschein. Weil damit kannst du dir halt immer irgendwo was kaufen, falls du mal zufällig dein Portemonnaie oder was weiß ich vergessen hast oder Geld ausgegangen ist, keine Ahnung. Also Notgroschen, kann man sagen. Und ein Loch in einem Mantel kannst du auch mit dem Geldschein flicken, wenn du einen Schlauch mit reinlegst. Den faltest du dann halt und legst ihn da drunter und dann kannst du halt den Schlauch reinlegen und dann pumpst Ding auf, hält. Ja, genau. Je, je größer der Geldschein, halt auch, ne? desto besser hält. Also 100-Euro-Schein, das habe ich immer dabei. Nein, habe ich nicht. Meistens ist es nur so 5 das, bis 10 Euro. Das war jetzt gerade echt die dekadenteste Aussage. Das war offensichtlich ein Witz. Ja, ich weiß, aber allgemein, mit dem Geldschein kannst du auch guten Reifen. Ja, vorübergehend. Du sollst ihn ja danach wieder rausholen und den Mantel tauschen. Ja, also du sollst nicht immer da drin bleiben. Es geht aber, Leute. Wenn ihr euch jetzt fragt, es geht nur mit dem 200-Euro-Schein. Gut, das Papier ist dann natürlich stärker, je größer der Schein ist, desto mehr hält. Je mehr wert der ist. Ein Fünfer muss er halt viermal falten, damit er hält. Aber Fun Fact, wer den Besenwagen-Sonntagspost jetzt gesehen hat, vergangenen Sonntag, ist mir jetzt schon zweimal passiert, dass ich unterwegs bin und jemand hat einen Platten und es kommt so ein E-Bike-Rentner vorbei mit so einem riesen E-Bike-Teil, bleibt stehen und fragt, wollt ihr meine Akkupumpe? Ja, ey, brauchst du ja auch, ne? Paul, würde ich dich jetzt gerne machen. Dann packt er die aus, das Riesenteil, und gibt die, wie viel Bar soll rein? Ja, mal 4. Dann gibt er das da drauf ein und geht das Ding los. Ja, bis der Reifen springt. Was hast du eigentlich für eine Pumpe beim Graveln dabei, Paul? Oder machst du dann Kartusche? Ich habe, also beim Gravel-Training, Kartusche und Pumpe. Ich habe so eine Notpumpe von Schwalbe. Die macht so notdürftig einen Job. Ja, weil mit meiner Pumpe am Rennrad, da kann ich ja keinen Gravel-Schlauch mehr aufpumpen, da brauche ich ja ewig. Ja, aber eigentlich nur mit einer Kartusche, 20 Gramm Kartusche, habe ich mit zwei dabei. Naja, also ich bin auf jeden Fall der Meinung, viele haben viel zu viel Zeug dabei. Aber jetzt nochmal auf den Geldschein zurückzukommen, der fehlt mir aber auch oft, weil wenn ich mal zum Kiosk gehen muss und ich habe nie Bargeld zu Hause, dann hole ich immer diesen Schein aus diesem Ding raus und dementsprechend dauert es, bis ich wieder Bargeld habe, um das aufzufüllen. Okay. Aber den sollte man immer dabei haben. Ja. Komm, Jungs, machen wir direkt noch Song der Woche bei jedem. Song der Woche. Ey, ich mach zuletzt, weil es ist definitiv das Highlight heute, ich sag's euch. Okay. Andi? Ich grüße mal hier wieder die Twitter-Bubble und mach von Kilo Tenerife drauf. Kam, glaube ich, gestern raus. Schlecht. Ich weiß nicht, bin nicht mehr so oft auf Twitter. Ja. Twitter ist vorbei, die Zeit. Sucht euch was Neues. Geraint Thomas geht auch nicht mehr auf Twitter. Ja, der heute gesagt. Ist nicht mehr so schön wie früher. Ja. Wir gehen jetzt alle. Ich komme jetzt wieder auch zu Paul nach Facebook. Ja, ey, aber ne, da muss ich kurz was sagen. Ich hab's ja gepriesen. Aber jetzt war ich da irgendwie mal ein paar Tage nicht drauf. Ich bin zurückgekommen und irgendwas ist da passiert. Irgendwas ist mit dem Algorithmus passiert. Ich krieg's auf einmal nur noch so Scheiße angezeigt. Also so Werbung die ganze Zeit. So Temu. Und vorher war halt so wirklich so schöne Throwbacks und irgendwie halt so
ja, so für Leute Ende 30, so interessante Dinge halt, keine Ahnung. Wenig Verschwörungstheorien, so viel richtige Nachrichten. War eigentlich ganz angenehm. Und jetzt ist es irgendwie komisch geworden schon wieder. Aber egal. Bei mir ist ein Klassiker, Faithless, We Come One. Habe ich auch Samstagabend noch gehört. Hatten wir ein kleines Get-Together mit den mit Team Aero und Maciej und haben uns unsere Lieblingssongs alle vorgespielt abends bei Bier. Der war dabei. So, passt auf. Facebook-Verschwörungstheorien sind wir nämlich jetzt genau im richtigen Thema. Ich war ja letzte Woche mich kurz so ein bisschen isolieren, habe geheime Produkttesting gemacht und 3 Tage und bin so auf der Hinfahrt über einen Song gestolpert und habe das dann in Spotify eingegeben und AMK, ich habe einfach 3 Tage lang Xavier Naidoo gehört. Das kannst du keinem erzählen. Xavier Naidoo, was soll diese Reichsbürger-Scheiße? Warum hast du das gemacht? Warum hast du dieses scheiß Telegram-Mist verzapft? Das 99er und 2007er Album, nur Banger. Nee. Nur Banger. 20.000 Meilen über dem Meer ist jetzt mein Song. Ah, ist aber, also, weiß ich nicht, ne? Also, also ja, aber nein. Ja. Ja, ich weiß genau, was du meinst und ich stimme dir voll 100% zu. Also wer auch immer unsere Liste da pflegt, ich weiß den Namen jetzt gerade nicht. Ist das der P-Punkt? Ja, oder? Glaube ich. Auf jeden Fall, vielen Dank. Den Song bitte nicht draufnehmen. Nein. Ach stimmt, dann wird der unterstützt. Ja, nee, bitte. Nee, muss echt nicht. Ja, kann man nicht machen, ne? Also, können Leute gerne machen, aber müssen wir voll im so, ja. Ich war voll im Film. Es war eine andere Zeit. Ja, ich wollte gerade so einen Witz machen mit dem veganen Burger von, aber ist mir damals nicht eingefallen, von dem, wie heißt der? Ach so, dieser andere dieser Koch. Genau. Diese Leute, ey. Alter, was ist los? Ja, oder ein paar Schlager von Wendler. Aber egal. Pascal heißt er. Herzlichen Dank. Ja, ich wusste nicht, ob wir seinen Namen sagen dürfen. Das habe ich P-Punkt gesagt. Wir müssen die Liste nochmal teilen, weil man kann die irgendwie nicht. Wir teilen die auf jeden Fall mit der Folge nochmal. Dann. Gut. Radsport. Ey, wir haben hier so ein buntes Potpourri an Themen. Wir können, glaube ich, nicht jedes aufnehmen. Ich möchte gerne eins reinschoppen, was mir wichtig ist. Weil wir den Experten sitzen haben. Basti, es wird spekuliert über die Sitzposition von Pogacar, dass der eine neue Richtung einschlägt. Quasi eine Revolution. Das Becken aufrecht. Also ich würde sagen, der war bei Max Walter zum Fitting. Habe ich geschrieben bekommen die Woche aber, auch schon. Was sagst du dazu? Das ist jetzt gerade so ein bisschen Thema bei 1-2 Medien, Radsportmedien. Kontext, Pogacar sitzt ja sehr aufrecht, ne? Und also nicht so rotiert nach vorne, wie es jetzt lange war, dass man so das Becken richtig kippt, sondern aufrecht. Ja. Da gibt es auch so schöne Bilder von Nils Polit, der sitzt ja auch so, der ist ja aufrecht und dann macht der Buckel mal Schau nach vorne, aber Becken ist... Genau, also ja, das musst du halt anatomisch können, das ist da so das Optimum, ne? Wenn du das anatomisch kannst. Ja, also Pogacar sitzt, also ich würde ja fast sagen, so ein bisschen hobbymäßig, halt sehr weit vorne. Er sitzt nicht hoch, was ich gut finde. Und aber das wirkt nur so. Ja. Weil, das wusste ich auch nicht, der ist letztes Jahr schon auf dem Zeitfahrrad 165er gefahren, auf der Straße 170. Er hat da aber auch schon runtergegangen, 172. Und ist jetzt auch auf dem Straßenrad auf 165 gegangen. Ey, klasse. Voll Max-Walter-Fitting angesagt hier. Kurze Kurbel, weit vorne sitzen und dann halt auch so, dass er da immer super aufrecht in den Hoods vorne fährt. Ich finde es ein guter Stil. Ich wundere mich manchmal so ein bisschen so als Profi. Macht's, glaube ich, jetzt nicht immer so viel Sinn, so weit vorne zu sitzen, weil du ja doch sehr schnelle Abfahrten auch fahren musst und auf jeden Fall die Möglichkeit haben musst, dich auch nach hinten zu drücken, um dieses Gewicht da aufs Hinterrad zu bringen. Scheint er aber zu können. Deswegen, also ich glaube wirklich, dass er nicht hoch sitzt. Also wahrscheinlich nicht mega tief auch, aber jetzt auch nicht mega hoch, weil dann hast du die Möglichkeit, auch auf dem Sattel noch nach hinten zu wandern. Er sitzt auf jeden Fall ganz gerne da auf der Sattelspitze, hat den aber auch in der Stütze sehr weit vorne montiert. Grundsätzlich, ja, also ich finde das eigentlich optimal. Aber nicht jeder kann gleich sitzen, immer wieder Betonung. Jeder Körper ist anders und es gibt nicht die eine perfekte Position.
Und bei so Leuten wie Pogacar oder Mathieu van der Poel nimmt man dann natürlich immer die als Beispiel, das sind die besten Radfahrer der Welt, so muss es sein. Das kann nicht jeder so machen. Für die funktioniert das sehr gut. Es muss und kann nicht für jeden so funktionieren. Aber es ist schön zu sehen halt immer so. Geraint Thomas ist noch so ein Beispiel, sehr immer auf der Sattelspitze unterwegs, sehr weit vorne. Adam Yates auch. Es gibt auch Gegenteile. Und so mein Hauptthema ist ja immer dieses Tiptoeing, was Mathieu van der Poel auch so ein bisschen macht. Pogacar nicht. Es gibt viele Ausprägungen und alle sind schnell. Und also gerade so im Profi-Peloton. Ja. Aber Leute, guckt euch das an. Versucht mal so ein bisschen zu imitieren. Versucht einfach selber für euch so ein bisschen mal andere Sachen auszuprobieren, weil man lernt immer dazu. Manchmal passt es, manchmal passt es nicht. Aber es gibt nicht die eine Art, Rad zu fahren. Gut. Wir sind aufgehackt. Ja, welche von diesen 1 Million Themen? Ich lass mal, mich würde dann doch das Wollering und Nike-Ding irgendwie interessieren, um ehrlich zu sein. Mhm. Dann können wir auch kurz über die Frauenwelt da sprechen. Also Demi Wollering hat jetzt öffentlich gemacht, dass sie einen persönlichen Deal mit Nike unterzeichnet hat. Also so Bilder davon hat sie schon irgendwie über Monate jetzt gepostet oder mindestens einen Monat, ein bisschen mehr als einen Monat. Sehr offizielle Shootings mit Nike-Sachen und es war schon so ein bisschen klar, dass sie da einen Vertrag unterschrieben haben muss. Und es wurde jetzt nochmal offiziell gesigned und es ist auf jeden Fall ein Riesending. Ja, genau. Eigentlich. Und da würde mich so ein bisschen, irgendwie vielleicht auf Andi da auch irgendwas zu sagen kann, ein bisschen so was wir uns dazu vorstellen können, irgendwie ob das jetzt einfach wirklich nur so ein Personal Deal ist, geht natürlich auch um Geld, aber ob es eher auch so ein Visibility-Ding ist, also auch für sie, dass sie halt dadurch Reichweite bekommt und Sichtbarkeit. Oder ob das jetzt einfach wirklich auch so ein krasser Deal ist. Weil ich glaube, sie ist die einzige Radsportlerin, die offiziell einen Deal hat. Ich weiß nicht, ob Kev, wie offiziell das ist, weil der hat ja auch Nike-Schuhe. Also Kev Straßenschuhe. Ist auch Venom Nike UK. Ja. Und das finde ich jetzt schon sehr interessant bei ihr. Also es ist auf jeden Fall so ein Schritt für den Sport auch, oder? Also für mich zumindest. Der letzte oder einzige Radsportler, der offiziell Nike-Athlet war, war Lance Armstrong. Ja. Der gute alte Lance. Ja, ist schon krass. Also so richtige Weltstars hat der Radsport ja eigentlich noch nicht vorgebracht, so. Außer Lance Armstrong, muss man sagen. Es war der einzige, der außerhalb des Radsports mit richtig großen Brands zusammengearbeitet hat. Ja, Demi Vollering ist jetzt scheinbar die nächste, die mit Nike arbeitet. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob sie dann auch wirklich so offiziell zurückkommen mit Radsportprodukten. Ne? Weil aktuell gibt es, glaube ich, nur so ein bisschen sowas für Indoor-Cycling, Spinning. Ja, Spinning, ja. Eher so den Fitnessbereich. Es gibt keine richtigen Radsportprodukte mehr. Und die Schuhe, die aktuell auch Mark Cavendish fährt, das sind keine offiziellen Nike-Schuhe. Ne? Die werden irgendwo produziert. Früher war es, glaube ich, DMT, die Nike-Schuhe gemacht haben. Jetzt ist es, glaube ich, einfach Handarbeit von jemandem. Die werden dann gebrandet mit Nike-Logos. Aber kann sein, dass der Deal einfach nur, also es ist da gar nicht um Radsportprodukte geht, sondern wirklich einfach so Image-Dinge, also dass sie halt... Aber gut, sie wird ja wahrscheinlich dann schon auf dem Rad Nike-Schuhe fahren, oder? Also. Naja, aber da, guck mal, also sie geht ja anscheinend zu FDJ. Wie heißen die? Suez? FDJ Suez? Wie heißt das Frauenteam von FDJ? Ja, genau. Da geht sie ja anscheinend hin. Ja, das scheint ja so ziemlich besiegelt, so, was man lesen kann. Und Specialized geht ja auch mit rüber, was man auch lesen konnte. Und da die Frau Specialized zulassen würde, dass sie keine Specialized-Schuhe fährt. Also, erstmal das. Aber ich finde das gut, wir hatten das Thema ja vor ein paar Folgen schon mal, ne, wo es darum ging, so, wer ist eigentlich mehr wert, auch vom Marketing-Value, ne? So als Persönlichkeit, ist es Wollering oder Kopecky. Und bin ich mal echt gespannt, wie es in den nächsten Jahren so entwickelt wird. Also ob Demi Wollering quasi aus dieser Blase Radsport rauskommen kann und auch abseits dessen stattfinden kann, also in der medialen Welt. So. Das wird echt interessant sein zu beobachten. Ja, ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass sich
da, ich meine, es ist alles immer noch Kommerz, ne? Ja, natürlich ist es Kommerz. Wir reden darüber, als wäre das jetzt so ein Mega-Achievement, aber am Ende wollen wir halt, dass Leute sich für unseren Sport natürlich interessieren. Ist Kommerz, und ja. Dafür sind es sowas halt auch irgendwo Meilensteine. Ja, genau. Richtig. Von daher ist, fand ich ein interessantes Ding. Und Lorena Wiebes. Ja. Genau, direkt, ja, ich wollte schon sagen, direkt rüber zur Frauenvuelta, die Demi Vollering gewinnt, aber nein, Lorena Wiebes wird noch, das sollten wir nochmal gesagt haben, weil es ging immer um Kopecky und Vollering bei SD-Works. Lorena Wiebes jetzt auch verlängert und auch richtig lang. Also, das Geld scheint untergebracht zu sein, was man da für Fahrerinnen ausgibt. Ja. Ja, Vuelta. Ich freue mich immer auf, über Ricarda Bauernfeind eigentlich. Die hat abgeliefert dafür, dass sie krank in die Vuelta reingegangen ist. Ja. Erstmal ein bisschen Zeit verloren, ja. Fünfte Gesamtwertung jetzt geworden. Oder? Sechste, glaube ich, oder? Ja, also der Gesamtwertung wird sie sechste und nicht fünfte. Mega stark. Und ja, Demi Vollering da auf jeden Fall klasse für sich. Marianne Voss, ey, auch einfach immer da, ne? Das ist halt, die ist unglaublich, ey. Ja, und auch trotzdem auch noch so ein paar neue Showings irgendwie so. Nicht ganz neu, natürlich super Fahrerin, aber Vita Musik, die da teilweise mit Demi Vollering auch bis zum Schluss bergauf mitfahren kann. Und sie dann einmal auf jeden Fall noch zum Etappensieg absprintet und Kim Katzow aus Neuseeland für EF, die jetzt auch meiner Meinung nach erst seit dieser Saison so richtig performt da unter den Top 10, oder? Ja, EF eh auch gut, ne? Also direkt von Anfang an abgeliefert. Ja. Aber auch da, ne, die, die Etappe, die Vollering da im Sprint verliert gegen, wie heißt sie? Ja. Musik. Die ist ja auch bei FDJ. Keine Ahnung. Bin ich echt, ist bei FDJ, ne? Richtig. Ja. Mhm. Ja. Da wird ein gutes Team zusammengebaut, ne? Das kriegt man jetzt so langsam mal auf den Schirm, dass da auf jeden Fall noch ein paar Leute auch Radfahren können. Bin ich gespannt. Ich glaube, sieht man ja, Frauenradsport passiert gerade echt krass viel, ne? Also wie die Teams sich so entwickeln und wie jetzt auch so die einzelnen Fahrerinnen dann Teams wechseln, das ist schon echt gut, ja. Ja. Max Sola auch ersten UCI-Sieg gelandet, endlich. Auch gefeiert letzte Woche. Rose. Nur noch am Feiern seid ihr da bei Rose. Aber die, ja, die ist erstes Jahr, ne? Genau so ist es. Ja, das ist krass. Ist gut, ne? Schweizerin, Österreicherin? Wird auch so Richtung Österreicherin. Richtung Zeitfahren wird das, Zeitfahrer-Weltmeisterschaft vielleicht auch, wird das stabil. Okay, nice. Natürlich mit dem Rose-Rad, ne? Sieg immer. Ja. Sieg immer beim Zeitfahren. Ja, stimmt, man könnte nicht so viel anfangen marketingmäßig, ne? Ist schwierig. Ja, sprich mich auch was anderes an. Vielleicht basteln wir da auch mal was zusammen in Zukunft. Und Frauen Sanremo, Andi. Ja, ich glaube, kam heute. Hast du reingeschrieben? Also man hat es, glaube ich, schon länger gemunkelt, inoffiziell. Mhm. Aber heute gab es eine Meldung, dass die Planungen da sehr weit vorangeschritten sind. Start, glaube ich, in Genua, wenn ich das richtig gelesen habe. Da müssen jetzt noch so ein paar Sachen, Details geklärt werden. Aber ich glaube, wenn das jetzt schon so publiziert wird, dann kann man, glaube ich, davon ausgehen. Ne? Und dann haben wir da auch das zweitspannendste oder auch das spannendste Frauenrennen wahrscheinlich des Jahres dann in Sanremo. Eintagesrennen. Aber wer weiß. Es gibt da noch kleinen Terminkonflikt, weil an dem Datum von Mailand Sanremo ist auch immer Trofeo Binder, was ja auch aktuell eins der größten Eintagesrennen im Frauenradsport ist. Aber ich denke mal, da sind ja auch die Wege kurz in Italien, da wird man sich auch irgendwie einig werden. Vielleicht kann man das an einem langen Wochenende unterbringen oder an zwei aneinander folgenden Wochenenden. Ja. Aber es wurde jetzt quasi nicht gesagt, ob das Frauenrennen am gleichen Tag wie das Männerrennen stattfinden soll. Nee. Das weiß ich nicht. Da hat man ja immer noch keine goldene Lösung, oder? Also, ja, bei dem Rennen. So an einem Tag finde ich es ein bisschen zu viel manchmal dann. Ne? Also gerade bei so einem Rennen wie Sanremo, das ja eh live übertragen wird über viel zu lange Zeiten. So, ne, das kann man sich so die letzten 3 Stunden maximal reinziehen und wenn du dann nochmal da irgendwie eine zweite Übertragung
dranhängst oder zwischenschaltest, weiß ich nicht, also einfach in 2 Tagen. Also, ist doch cool. Dann ja, oder du überbrückst quasi die langweilige Zeit bei den Männern. 2 Tage das beste Rennen des Jahres angucken. Ja, das wäre ich auch dabei. Aber es sind ja coole Nachrichten. Da gibt es eigentlich jetzt kein Rennen mehr, oder? Von den Großen, die nicht eine Frauenversion haben, kann das sein? Sanremo war das letzte, ne? Die Monumente, weiß ich, gibt es eine Lombardei-Rundfahrt für Frauen? Nee, okay, ja, stimmt, Lombardei also, gibt es ja auch noch. Das gibt es noch nicht, nee. Wenn man jetzt, also ich sag's ja auch, ne, man muss jetzt auch nicht alles einfach nochmal machen für die Frauen. Die haben auch ihre eigenen coolen Rennen, zum Beispiel Trofeo Binder. Also, weiß ich nicht. Lombardei-Rundfahrt finde ich auch bei den Männern nicht so spannend, von daher ist mir egal, ja. Aber Sanremo finde ich geil. Das ist einfach eine schöne Landschaft da. Jetzt zum eigentlichen wichtigen Thema der letzten Wochen. Auf jeden Fall. Ich glaube, du willst auch selber raus wie ich. Also ich weiß nicht, ob die BefreiungskämpferInnen schon auf dem Weg sind nach Raubling oder ob man noch wartet, wie die Verhandlungen laufen. Aber Free Emo. Ich würde es nochmal mit einem anderen Poll einleiten hier. Wie hoch, wer startet wahrscheinlicher bei der Tour de France? Jonas Vingegaard oder Emanuel Buchmann? Ja, also Also nur um das mal gesagt zu dann haben. Kann ich gerne was zu sagen, weil Vingegaard ist jetzt eigentlich ja schon bestätigt. Ja? Also es hat ja nicht nur, kam ja heute sein eigenes Statement auf Social Media, aber auch. Ja, aber es kannst du doch nicht machen, wenn der heute wieder mit Training anfängt. Ja, doch, anfängt. Das Team hat es ja auch schon gesagt. Also, ja, der fängt ja nicht heute erst mit Training an, Alter. Der ist heute das erste Mal wieder draußen gefahren, offiziell. Vielleicht war er auch vorher schon mal draußen, wer weiß. Auf jeden Fall hat das Team ja auch schon gesagt, der wird die Tour fahren. Haben sie entschieden. Krass. Also von daher, Vingegaard, falls nichts mehr dazwischen kommt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Wahrscheinlich ein bisschen höher als aktuell bei Emanuel Buchmann. Ja, und könnte ja auch sein, dass er zu dem Zeitpunkt schon über den Punkt ist, wo er gerade alle Comms holt, die es so gibt. Echt? Ja, klar. Also der hat seinen Zorn erstmal in Comms umgesetzt. In Comms okay, also umgesetzt. Ihr, ich habe das nur so ein bisschen... Also ich habe es nur über euch mitbekommen, ihr habt euch da angeregt darüber unterhalten. Emo Buchmann hat seinen Frust über die Nicht-Nominierung beim Giro über einen Instagram-Post Luft gemacht. Ja. Genau. Instagram-Post, bei dem er gesagt hat, ihm wäre beim Giro eine Co-Leader-Rolle zugesagt gewesen und jetzt irgendwie 16 Tage vor der Rundfahrt hat er seine Teilnahme nicht oder abgesagt bekommen für Bora Hansgrohe und das fand er nicht gut. Ich glaube, diesen Post gibt es auch noch. Jetzt kann man mal den Kontext dazu so aus den verschiedenen Perspektiven. Ich glaube, Emanuel Buchmann hat kein Management. Nee, noch nie. Soweit ich weiß. Noch nie gehabt. Wie kommt so eine Situation zustande? Also meines Wissens noch nie. Es scheint schlechte Kommunikation von verschiedenen Seiten gegeben zu haben. Ja, also ich denke mal, das wird sein. Ne? Also Ich kann es mir ein bisschen vorstellen. Also ich will gar nicht sagen schlechte Kommunikation. Ich glaube, die eine Seite hat gedacht, das ist so, und die andere Seite hat gar nichts gesagt. Das ist auch eine Form von schlechter Kommunikation. Auch nicht. Das ist quasi eine nicht vorhandene dafür, Kommunikation ist auch schlechte Kommunikation. Es ist beides eine Form der Kommunikation. Gut, also ich habe absolut keine Insights, wie die Jahresplanung war. Wie da vorher die Absprachen war. Es wurde jetzt von Teamseite auch ein bisschen dementiert, dass dieser Startplatz da versprochen war oder vorgesehen war oder Co-Leader-Rolle. Zumindest die Co-Leader-Rolle, die war definitiv nicht. Also eigentlich war der Giro für Kemna und Dani Martinez vorgesehen. Gut, Kemna fällt eh aus. Emu ist in Topform. Dass er jetzt gar nicht mitfährt, weiß nicht. Woran das liegt? Könnte es daran liegen, dass es Gerüchte gibt, dass er nächstes Jahr woanders fährt? Naja, ich glaube nicht, dass Bora da, also früher glaube ich schon, mittlerweile glaube ich, sind sie so ergebnisorientiert, dass man da glaube ich in dem Fall schon das mitnimmt, wo man glaubt, dass zu dem Zeitpunkt das Beste ist. Aber warum nimmst du dann einen Emanuel Buchmann in scheinbar Topform nicht mit?
für diesen Giro. Also, wäre ja schon, also wir wissen, ich halte relativ, als Rennfahrer halte ich tatsächlich relativ viel von Emanuel Buchmann. So im Medienkontext halte ich nicht so viel von Emanuel Buchmann. Kommt meistens nichts. Ist jetzt nicht das allerbeste Aushängeschild, aber wenn der fit ist, fährt der geil Rad. Ja, genau, aber du hast ja Ziele bei einer Rundfahrt und da musst du ja mal gucken, ob alle, die in dem Team sind, dem Ziel untergeordnet sind und sich unterordnen können, also nicht wollen, sondern können. Und das ist, glaube ich, so, eventuell war das halt eine Überlegung. Da kommen wir ja gleich dazu, wer ihn ersetzt und wie gut das kann funktioniert. Ja auch eventuell, fährt er ja auch die Tour. Weißt du, also keine Ahnung, vielleicht ist ja auch so der Plan von der Teamleitung, die haben ihn das selber noch nicht gesagt, keine Ahnung, das wissen wir alle nicht, aber ja, ich glaube es auch nicht. Ja, aber aus der Ausgangssituation wird es halt jetzt irgendwie Also Emu kommuniziert eigentlich nie. Sei es Social Media, medial, einfach gar nichts. Und wenn er natürlich jetzt so einen Post schon macht, dann weißt du, dass er halt auf jeden Fall auf einer gewissen Ebene irgendwas nicht funktioniert. Und ja, so wie ich es von früher noch kenne, hat er seine Verträge mit Ralf mal alle direkt gemacht. Und da gab es auch eine Zeit, wo Ralf auch mit Kusshand ihn genommen hat. Und ich glaube, die Zeiten, auch was Geld angeht, sind halt so ein bisschen vorbei. Und da kann ich mir vorstellen, dass so, man gewöhnt sich so ein bisschen an etwas. Also wahrscheinlich so auf Emus Seite, das ist jetzt halt nicht mehr da. Und wenn du nach einem Post, dann hat er noch einen Post gemacht von Frankfurt, wo er auch auch wie er da gefahren ist. Tut mir leid, aber und danach noch einen Post macht, wo er selber Hashtag FreeEmu macht. Also da weißt du, da ist auf jeden Fall unterschiedliche Welten, in denen er gerade gelebt wird. So. Ja, also was soll ich sagen, ne? Schlecht nochmal auf jeden Fall. Gar nicht beraten ist auch schlecht beraten. Ja. In diesem Kontext auf jeden Fall nochmal schönen Gruß an Markus Kaufmann und tut mir leid, dass du Pfänderkomm jetzt verloren hast. Dann an Emu. Ja. Wird vielleicht auch schwierig, jetzt den zurückzuholen, weil war, glaube ich, über eine Minute oder so. Was ich da aber interessant finde, ich habe da mal so ein bisschen drüber nachgedacht, wo er eigentlich hingehen könnte und wo er auch reinpassen würde, weil er war noch nie in einer anderen Struktur als bei Bora. Und fällt mir tatsächlich schwer, mir es gerade vorzustellen. Aber du weißt, was die Gerüchte sind? Weiß nicht, weißt du es? Nee, ja. Ja. Das kann man sagen, glaube ich. Cofidis. Ja, okay, gut, da kann er so weiter Rad fahren, wie er Rad fährt, weil dann fällt er auch nicht auf im Team. Klar, also ich meine, Simon Gesch gehört auf, die zahlen gerne sehr viel Geld, könnte passen. Aber ja, ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen schade, weil der war immer Vierter bei der Tour, ne? Das heißt nicht, dass er jetzt, also der wird jetzt auch noch schnell fahren, ist gerade amtierender deutscher Meister, war letztes Jahr auf jeden Fall der beste Deutsche bei der deutschen Meisterschaft. Der ist schon richtig gut, wenn er fit ist, ist er richtig gut und er fährt auch richtig aggressiv und gut Fahrer, meiner Meinung nach. Und er hat ein paar Mal Pech gehabt, wo er beim Giro dumm gecrashed ist und in Topform war eigentlich und da eben nicht das Ergebnis liefern konnte, was er da vielleicht imstande gewesen wäre zu liefern. Aber ich glaube, dass er gerade eine Struktur, wie Bora sie sich entwickelt, eventuell vielleicht nicht der hundertprozentige Fit momentan ist. Das glaube ich halt leider schon. Das entwickelt sich halt auch sehr schnell gerade und sehr unidirektional. Ja, und da ist auch interessant, dass Bora dann jetzt auch bekannt gegeben hat, ne, dass Red Bull die Anteile offiziell jetzt kauft, nicht wie viel, sondern und dass sie unter einem neuen Namen oder einem verlängerten Namen am Start gehen werden. Da bin ich echt mal gespannt, was sie auf dem Transfermarkt so tut. Man hört schon Gerüchte. Da wird sie auf jeden Fall auch in der zweiten und dritten Reihe krass verstärkt. Also die wird, das meine ich jetzt gerade gar nicht abwertend als zweite und dritte Reihe, aber das wird ein richtig starkes Team mit den Neuverpflichtungen. Ich hätte auch noch eine Vermutung, wo Emanuel Buchmann vielleicht noch hingehen könnte, falls er das Team Bora verlässt und eventuell zu seinem alten sportlichen Leiter Enrico Peutschke, der bei Bahrain tätig ist, da würde er, glaube ich, auch reinpassen. Da gibt es schon ein paar deutsche Fahrer auch, also wie gesagt auch der Sportchef, mit dem er da seinen größten Erfolg hatte. Warum nicht, ne? We will see. Ich fand auf jeden Fall interessant, es gibt so ein paar Zitate, beziehungsweise Ralf Denk hat sich ja nochmal relativ ausführlich zu dieser
neuen Sponsorenlage geäußert. Und Ralf Denks ja immer sehr direkt in seinen Aussagen, auch den Fahrern gegenüber. Und es hieß da, es wird jetzt auf jeden Fall keinen Raum mehr für Fahrer geben, die sich in irgendeiner Weise quälen müssen, um 24/7, 365 den Profi-Lifestyle zu führen. Und Paul macht schon ein Gesicht. Ja, und dass es keine Gehaltserhöhungen gibt. Das hat er auch gesagt? Echt? Das hat er auch gesagt, ja. Ralf denkt das. Ey, Ralf denkt das alte Schlitzohrmann. Ey, das ist so geil, ey. Leute, die jetzt denken, die dickere Finanzlage mit Red Bull bedeutet, dass sie irgendwie eine Gehaltserhöhung kriegen, wird auf jeden Fall passieren. Wie ist mit dem Inflationsausgleich? Ist der vielleicht drüben? Ey, das ist so geil, Mann. Das habe ich gar nicht gelesen. Das finde ich tatsächlich gut, dass er in so einem Interview direkt sagt, also Jungs, ne, Gehaltserhöhung gibt's nicht. Also. Wir haben jetzt zwar mehr Geld, aber das behalten wir lieber. Ja, ich bin mal gespannt, also ich glaube schon, dass da jetzt mit der Idee, zum Top-3-Team wieder aufzusteigen, Bora war ja auch schon mal in der Region, zumindest mal, was die Jahresrangliste anbelangt hat. Da muss man natürlich in der Breite, denke ich mal, wird es hier und da auf jeden Fall Austausch von Fahrern geben, ja, einfach um das Team in der Breite zu stärken, was, glaube ich, auch hier und da notwendig ist. Ich bin gespannt, ob das Team noch so die deutsche Identität dabei behält. Ja, also es war jetzt ja schon irgendwie immer, dass viele Deutschfahrer auch in der Mannschaft waren. Dazu wurde gesagt, wir wollen an jeder Position den stärksten Fahrer haben. Und wenn es zwei Gleichstarke gibt und einer davon ist der Deutsche, werden wir wahrscheinlich den Deutschen nehmen. Ist der andere aber nur 1% besser, wird der genommen. Ja, also das hatte man ja immer so in den deutschen Teams, dass da ja oft deutsche Fahrer vertreten waren, die jetzt in der Rolle in anderen Teams gar nicht da gewesen wären. Also das finde ich auf jeden Fall spannend, wie sich das Team da aufstellen wird. Es gibt schon viele Gerüchte, sind auf jeden Fall sehr aktiv auch auf dem Transfermarkt. Und das heißt automatisch auch, dass da Raum geschaffen werden muss. Ja, also das ist ganz klar, du kannst nicht Neuverpflichtungen ohne Ende tätigen, ohne dementsprechend ein paar Plätze freizumachen. Hindley wurde schon mal verlängert, also die Guten will man natürlich auch halten. Ja, den hätte ich jetzt auch verlängert. Also spätestens nach Tour of the Alps. Ich weiß nicht, ob ihr noch zu dem Red Bull-Ding noch was sagen wollt. Ich hoffe nicht, dass sie zu verrückt werden jetzt mit dem Trikotdesign. Ich bin froh, dass das Grün wahrscheinlich verschwinden wird. Es gab ja schon angeblich von der Kronzeitung da was geleakt. Und da haben wir uns ein bisschen gewundert über die große Boss-Aufschrift da drauf. Aber Boss ist jetzt anscheinend auch, also Hugo Boss, auch an Bord als Ausrüster. Zumindest hat Ralf Denk bei der Pressekonferenz auch ein Hugo Boss Shirt an, von daher hat er auch gesagt im Interview, dass der neue Sponsor Red Bull auch schon andere Sponsoren angezogen hätte, unter anderem Hugo Boss. Ist ja auch eigentlich witzig, wenn Ralf Denk mit so einem riesen Boss-Pulli da sitzen würde, oder? Aber auch so eine Cap. Die haben ja auch so Klamotten, die sind so richtig plakativ, ne? Also. Ja, es würde noch viel besser zu Patrick Lefebvre passen, aber der ist, glaube ich, eher nicht so plakativ. Da schon fantastisch. Nee. Dezent in seinem. Nee, aber einfach nur, wer seine Kommune macht, einfach mit so einem Boss-T-Shirt da sitzt. So, das wird halt. Oder Alaphilippe sagt, dass er nicht so viel trinken soll mit so einem Boss-T-Shirt. Fände ich schon als Bild witzig. Aber ja. Ja, dann kommen wir doch zum Ausklang hier nochmal mit der Lipowitz-Bridge auf den gerade angelaufenen Giro. Gut am Rasieren, der Junge, ne? Ja, boah, also da muss man schon Props geben. Ich habe den jetzt seit Jahren verfolgt. Letztes Jahr kann man sagen, auch eine gute oder eine sehr gute zweite Saisonhälfte gefahren. Natürlich auf einem ganz anderen Niveau wie jetzt bei Tour of the Alps mit allen Giro-Favoriten schon im Vorfeld oder den meisten Giro-Favoriten. Und jetzt eben auch beim Giro, bei der ersten Bergankunft, also richtigen Bergankunft,
Also da muss nicht schon ein paar richtig anschnallen, glaube ich, als der da von vorne gefahren ist. Hey, es war ja so fast der zweitbeste Fahrer, ne? Ich wollte es gerade sagen, bei der Tour de Romandie wird er ja auch Dritter in der Gesamtwertung, ne? Also ich fand den auch, also man hat gesehen, dass er auf Martin das paar Mal gewartet hat. Da muss aber auch irgendwas gewesen sein bei Martinez am Anfang, weil der war ja hinten raus mega stark und am Anfang des Berges ist er auf einmal so ins Ende der Gruppe gedroppt und man hat dann nicht gesehen, was war. Aber dann war er wieder da und ist ja selber attackiert. Ich habe übrigens gerade Tour of the Alps mit Tour de Romandie verwechselt. Hat, glaube ich, jeder einfach so hingenommen. Ich dachte ja, okay, das habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Geil, auf jeden Fall. Ich war auch irgendwie guter, ultra relaxer Typ. Ich war im Winter mal mit dem Essen auf Malle mit Ben zusammen. Absolut bodenständiger Typ mit trockenem Humor. Das werde ich demnächst auf jeden Fall dann nach diesem Giro. Ich wollte ihn eigentlich schon einladen, dann habe ich gesehen, der fährt ja Giro. Also, haben wir noch ein bisschen gewartet. Nach dem Giro muss er uns hier auf jeden Fall mal Rede und Antwort stehen. Ja, super interessante Story. Ist ja auch so ein kleiner Quereinsteiger, ne? Also ich glaube, wenn der mal es so weit schafft, dass man bei ARD und ZDF ständig über ihn reden muss, dann wird wahrscheinlich diese Vergangenheit als Skifahrer beziehungsweise Langläufer, also oder Biathlet sogar, so Biathlon-mäßig, öfter mal wieder Erwähnung finden, wie es bei Roglic so der Fall ist. Schönes Branding, schön der Stempel. Der Biathlet. Wurde, glaube ich, schon relativ, also kommt auf jeden Fall ins Team über Dan Lorang, soweit ich weiß. Der hat den irgendwie entdeckt und dann trainiert. Man hat immer von einer sehr, sehr hohen V2 Max auch bei ihm gesprochen, also das Potenzial da erkannt. Und ist dann 3 Jahre bei Tirol gefahren, beim Tirol KTM. Das ist ein Kontinentalteam, was auch die letzten Jahre immer mal wieder gute oder immer mal wieder World Tour Profis ausgebildet hat. Also auch eine gute Ausbildungsstätte. Und hat sich da eigentlich so gut durch die U23 gehangelt, würde ich sagen. Man hat mit dem Hintergrundwissen immer so ein bisschen mehr erwartet. Aber es ist auch manchmal dann so, dass in der U23 ist es sich teilweise schwerer durchzusetzen als bei den Profis. Weil, sagen wir mal, in der World Tour ist das Level vielleicht höher, womit er jetzt offensichtlich kein Problem hatte. Dafür alles ein bisschen geordneter. In der U23 herrscht oft Chaos. Es wird natürlich auch ein bisschen risikoreicher vielleicht manchmal gefahren, was jetzt zum Bergfahrertypen jetzt auch nicht oft entgegenkommt. Genauso Bergfahrer kriegen nicht so oft so die Chancen auch. Ja, kommt aufs Rennprogramm drauf an, aber ja. Genau. Was ich auch eine ganz interessante Info in dem Zusammenhang finde, ist, also man hat ja dann Tirol KTM, normales KT-Team, so wie deutschen KT-Teams. Und jetzt ploppen ja immer mehr so diese Devo-Teams auf. Und auch interessant oder diskutierenswert finde ich so die Fragestellung, so, dann werden in einem KT-Team werden deine Helferdienste halt auf gar keinen Fall gesehen von einem größeren Team. Also wenn du stark bist und kommst nicht so gut zum Abschluss, aber bist halt stabil als Helfer. Es bringt dir in einem Devo-Team von einem World-Tour-Team auf jeden Fall mehr, weil das Team das schon sieht und die sportlichen Leiter, als in einem KT-Team wie Tirol oder Kernhaus oder kommt was auch auf immer. Die Bühne auch drauf an. Ne? Also er ist da auch schon auch in der Helferrolle sehr gute Rennen gefahren, die aufgefallen sind. Aber wie gesagt, also ist ja auch so, dass Dan Lorang da schon drauf geguckt hat. Also die Connection zu Bora war ja auf jeden Fall dann schon da. Ich glaube, das hat man dann auch ziemlich früh so, ja, ich meine, das sind dann auch wahrscheinlich so Gerüchte, Flüsterpost unter den Fahrern. Da hieß es immer, ja, der hat schon einen Vertrag bei Bora. Deswegen hatte man Erwartungen. Da hat dann, glaube ich, so das große Ausrufezeichen in U23 gefehlt. Aber jetzt trägt das Scouting auf jeden Fall Früchte. Und er hat ganz gut Dampf am Kessel aktuell. Also bin auch gespannt, wie das jetzt beim Giro weitergeht. Hat, glaube ich, leider schon ein bisschen Zeit verloren, ne? Also was so die Gesamtwertung angeht. Also nicht, dass man auch mit dem
Ziel GC da jetzt in die Rundfahrt reingegangen ist, aber irgendwo hat er Zeit, glaube ich, verloren. Ich weiß nicht warum. Ich habe ihn nur mal irgendwo sonst zwei Minuten, glaube ich, reinfahren sehen. Sonst müsste er ja schon irgendwie weiter vorne sein im Gesamtklassement mit dem, was er da bis jetzt performt hat. Aber genau, macht auch nichts. Drei Minuten so. Hat er. Aber ich habe es schon mal in der Gruppe geschrieben. Die Welt ist beim Giro, ne? Also genau, ich wollte gerade sagen, ich habe schon bei uns in der Gruppe geschrieben, ich würde es nicht wundern, wenn er so casually aus Versehen Top 5 fährt. Weißt du, so. Ja, mal gucken, wie es in Woche 3 ist, ne? Ist seine erste Grand-Tour. Ich sag nur, wenn es nicht so ist, ist vollkommen in Ordnung. Mhm. Aber mich würde es halt jetzt gerade auch gar nicht wundern, so gut wie der momentan war. Weil er auch. Der neue Tour de France. Weil auch der Giro gerade so ein einfach so ein Rattenrennen ist, wo du ja hinten raus gerade einfach lange Anstiege, ne? Wie Andi schon sagt, halt auch 3 Minuten sind da halt auch gar nichts. So. Mhm. Kannst halt mit 14 Minuten auch noch Zehnter werden, so. Ja. Haben wir auf jeden Fall ein bisschen was zu mitfiebern. Da wollte ich eben auch noch drauf hinaus, aber da war mein Internet ja leider ein bisschen langsam. Wo ich diesen ganzen Zirkus um Emo Buchmanns Nicht-Nominierung zum Giro mitbekommen habe, ist ja mal erstaunlicherweise wieder diese sonstigen Sportmedien. Also auf Kicker habe ich da das erste Mal gelesen. Und das finde ich schon interessant. Ne? So, da hat halt Emanuel Buchmann schon noch den größten Namen im deutschen Radsport, muss man fast sagen. Ne? Dass dann halt sowas direkt aufgegriffen wird und dann eben mal auf diesen Portalen landet. Da muss ja ein anderer deutscher Fahrer schon was groß gewinnen. Ey, der war halt immer Vierter bei der Tour, ne? Ja, also, ja, klar. Das ist schon. Aber das ist halt, zeigt ja trotzdem wieder, wie es so in der deutschen Medienlandschaft eigentlich immer nur irgendwie um diese Tour-Gesamtwertung geht. Naja. Aber damit sind wir ja jetzt auch gesegnet demnächst mit Florian Lippowitz. Nächstes Jahr spätestens. Richtig. Kommen auch noch mehr, ich bin mir sicher. Bora Scouting-Programm. Obwohl das sehr international. Dann noch kurz Giro-Gesamtwertung, beziehungsweise die können wir sowieso immer in den Sonderfolgen nochmal behandeln. Italiano. Nee, wir können am Montag mal besprechen, was eigentlich unsere Favoriten sind. Ja, aber ja, genau. Was war jetzt so euer Darauf will ich gar nicht raus. So, die ersten paar Tage. Ja, Pogacar einfach wie durchgedreht schon. Wieder auf den ersten 2 Etappen. Für mich eigentlich fast sogar noch der Instagram-Post von Jeremy Thomas und Pogacars Reply da drauf. Also ich habe die Tage habe ich so ein Video gesehen, so ein Hack für die Formel 1 aktuell, wie man das Rennen sich spannend machen kann. Und dann hat er einfach eine Schablone gebastelt, die man über die bei der Formel 1 wird ja am linken Bildschirmrand immer so die aktuelle Position der Fahrer eingeblendet und dann kann man einfach den ersten Platz quasi streichen und macht eine neue Rangliste ab Platz 2. Das könnte man jetzt eigentlich für den Giro ja auch machen. Raus. Deswegen bin ich gar nicht so, also freue ich mich gar nicht so über dieses Pogacar-Festival da gerade. Ich weiß auch nicht, ob es so eine gute Idee ist. Die erste Bergankunft war ja schon mal cool. Tour, so, würde ich jetzt nur mal gesagt haben. Der hat ja normalerweise würde der ja direkt irgendwie so 3 Minuten rausfahren. Ja. Und da ist ja, als Lippo gefahren ist, ist der Abstand ja der ist halt unten gestürzt. Aber man muss halt auch mal sagen, also der macht halt genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich machen müsste. Ich glaube, das wollte Andi sagen, um noch eine Tour gewinnen zu wollen. Ja. Halt konservativ fahren. Aber ist halt, ey, aber auch, ne, Andi hat recht, rauscutten, das stimmt schon, aber lass den von mir aus in Jemberg 3 Minuten wegfahren. Aber der macht es halt irgendwie, also der macht es halt so sinnlos spektakulär auch noch, also so weit, wie es halt irgendwie geht. Weil am Ende ist er halt immer noch zu gut. Aber ich finde ja hinten das Rennen um Platz 2 und 3, das wird mega spannend. Lass es ihn einfach echt ein bisschen aus. Wir genießen, was Pogi da macht. Und dann gucken wir uns das Radrennen da hinten an. Weil das wird, glaube ich, echt spannend. Ja, das hat Potenzial auf jeden Fall. Ja. Ja. Dani Martinez. Ey, Ben O'Connor. Jaron Thomas auch richtig. Vielleicht. Immer wieder kriegt das hin, so auf den Punkt, krass, dieser ne? 37-Jährige sich irgendwie nochmal. Aber das war doch so klar. Paul schon immer gesagt. Ja, ich weiß. Das ist, es gibt so Rennfahrer, da weißt du das einfach. Also da ist auch egal, ob der 2 Wochen vorher bei Tour de Alps abgehängt wird oder bei Romandie. Das ist der Witt, wenn er fit sein muss, ist der fit. Und Thomas sagt es ja auch immer, ne? Der ist ja so tiefenentspannt.
du siehst halt Fernsehbilder, wie er vor der Rundfahrt sagt, ja hier, ich will hier schon mal richtig testen, das ist ein wichtiger Test. Und der erste Bergankunft wird er halt so als 20. abgehängt. Scheißegal, noch 2 Wochen Zeit. Und jetzt, hier, ist er schon wieder Podiumkandidat. Das ist so geil. Krass. Ja. Ja. Also, entweder ja, ist halt auch ein geiler Typ. Dann halt also, auch vorher, halt cool. Ne? Weil, also der wird ja jetzt nicht diesen Leistungszuwachs nochmal haben. So, ich glaube, der ist schon alles genau dosiert und er kennt sich da auch sehr, sehr gut, damit er das so machen kann. Aber trotzdem immer wieder erstaunlich, also dass das so klappt. Ne? Ich glaube mittlerweile auch, dass der bei vielen Rennen auch gar nicht an sein Limit, der wird halt abgehängt, aber nicht, weil er am Limit ist, sondern der halt der geht halt bis zu 98% oder so, aber der geht nicht quasi ans Limit in dem Moment. Alles geht's ja gar nicht. Wie du schon sagst, so Leistungszuwachs hast du nicht nochmal. Ja, ich fand auch überragend stark Max Schachmann. Und da muss man sich ja auch drüber freuen, nach so einer längeren Durststrecke für ihn auch. Hier und da nicht so einfach gewesen, glaube ich. Ich habe die Etappe nicht live gesehen, ich habe das Ergebnis gesehen und dachte so, okay, krass, ne? Wird der da halt kommt er halt mit denen an irgendwie oder so. Oder im Sprint, da waren, glaube ich, noch gar keine Zeitabstände, als ich das Ergebnis gesehen habe. Aber als ich die Etappe gesehen habe, dachte ich mir so, wow, also hätte er mal nicht so viel vorher investiert, dann hätte er die Etappe locker gewinnen können. Also ist natürlich immer schwierig zu sagen, hätte. Aber nach dem, was er da vorher geleistet hat, noch so einen Sprint zu fahren, also braucht man nur eins und eins zusammenzuzählen, dann weiß man, hätte er da ein bisschen gespart vorher, wäre ein Etappensieg drin gewesen und das wäre, glaube ich, schon mal wieder ein Riesending gewesen für ihn. Ja, aber der ist das ganze Jahr stabil. Dann weiß man, muss man ja, sagen. Ja, schon stabil. Aber ist Vertragsjahr. Ja, aber es ist natürlich auch, ne, du gewinnst halt zweimal Paris-Nizza und ja, war schon wieder gut, aber jetzt halt auch nicht auf dem Niveau. Ne? Und Giro-Etappensieg jetzt gegen Pogacar und Narváez in dem Fall wäre natürlich schon wieder so eine Nummer gewesen. Aber scheint ja auf einem guten Weg zu sein und sollte eine Rundfahrt sein, die ihm liegt, ne? So ein Giro. Was ist ja interessant, also es ist halt auch krass, ne? Also wenn du wirklich drüber nachdenkst, zweimal Paris-Nizza, die Fallhöhe ist halt auch extrem hoch. Also es geht halt, da zu bleiben, ist ja, also für viele auch, die schaffen es halt nicht. Also wie Max es ja auch dann nicht geschafft hat. Ich weiß ja gar nicht genau, was die Gründe sind. So. Und sich dann wieder so zurückzukämpfen, auch zu diesem Standard, den andere von dir erwarten. Und wahrscheinlich hat Ralf Denk auch ein, zwei Mal so Sachen durchklingen lassen, wie du schon sagst, auch Vertragsjahr und so. Angerufen. Und der wird sicherlich auch einer der VD-Fahrern sein mit einem guten Gehaltscheck. Ist ja jetzt nicht, dass das seine Motivation ist, aber er wird sicherlich auch ein bisschen Druck von außerhalb jetzt zugekommen sein. Aber auf jeden Fall ist es schön, das zu sehen. Und erste Etappe, das war genial. Das sah echt mega stark aus. Und ich glaube, da sehen wir auch noch einen Etappensieg. Der wird noch über Fluchtgruppen, wird er noch eine Etappe gewinnen, bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Ja, schön, schön zu sehen, auf jeden Fall. Ja, da können wir doch damit positiv aus dieser Folge rausdriften, oder? Haben wir noch was? Genau. Dann hoffe ich, dass wir uns, sehen wir uns alle in Aachen, wenn ich aber da bin? Meinst du, Pogacar ist heute von der Etappe vielleicht auch nach Hause gekommen, so, macht dann Instagram an, der benutzt das nämlich selbst, du hast es irgendwo hier aufgeschrieben, ob er seine Social Media Accounts selbst benutzt, ja, macht er, und sieht dann so das Reel von Jonas Vingegaard und denkt so, ach, scheiße, hätte ich die Attacke besser mal weggelassen, jetzt muss ich ein bisschen sparen, also. Du denkst nicht, Primoz Roglic denkt sich das eher irgendwo, wo er jetzt ist? Ich glaube, Vingegaard ist es egal. Ich glaube auch, dass er Roglic das vielleicht denkt. Pogacar, meinst du, ist das egal? Ja, ich glaube auch, ist ihm egal, aber. Ich glaube, Pogacar fährt eher noch einen Ticken aggressiver dadurch. Ja, wär schon. Geil, der denkt so, geil, Jonas. Ja. Aber es ist, irgendwie kannst du ihn auch nicht bremsen. Ne? Ich weiß nicht, also ich bin mir relativ sicher, dass seine sportlichen Leiter ihm auch sagen: Hey, mach mal ruhig.
Das hat mir auch jemand geschrieben, so Mauro Giannetti wird hinten immer ein Jahr älter, jede Etappe. Und am der Schluss ist schon 127. Ja, genau. Ja, der ist auf jeden Fall, der wacht jeden Morgen in so einem Sarg auf und macht den ja, auf. Aber, ne, also ich glaube, wir können es glücklich schätzen zu haben, auch wenn er dominiert. Aber das Absolut. Macht er wenigstens so, dass es noch einigermaßen Spaß macht zum Zuschauen. Okay. Alright. Also, Leute, wir hören uns dann am Montag. Stimmt, wir hören uns am Montag, ja. Zur Detailbesprechung der ersten Giro-Woche. Und wir zwei sehen uns auf jeden Fall am Sonntag. Hoffe ich. Ja, das hoffe ich mal. Ich weiß, Andi wahrscheinlich nicht in Aachen. Ich bin nicht da. Ich wäre gerne gekommen, tatsächlich dieses Jahr. Auch hier, um mein DJ immer wieder auf dem Fahrrad zu sehen. Dein DJ? Ja, mein DJ. Insider. Also ehemaliger Kollege, der ist so ein bisschen Hobby-DJ und der hat mir vielleicht auch schon mal so einen Musiktipp untergejubelt. Vater in Spee? Nee, Vater ist er schon. Ist der? Ah ja. Deswegen. Ja, okay, ist jetzt auch egal, keiner weiß, wovon du redest. Ist okay. Egal, ja, muss er auch unser DJ. Ja nicht. Unser, können auch mal ein paar Insider hier für unser uns Koch belassen. Ist am Start. Unser Koch Max Kreuz vom Sterne-Restaurant in Aachen, der ist am Start. Da müssen wir auch mal wieder hin. Aber der hat irgendwie schon um 7 Uhr Start. Ich habe gesagt so, ja klar, ich kann ja am Start die Jacke abnehmen. Dann meint er so um 7 Uhr. Hä? Da ist irgendwie... Ach, der fährt Straßen-Gran Fondo. Ja, der... Ach, das ist Straße. Ja, ist Straßen-World Series Gran Fondo, also Gran Fondo-Serie. Ja. Und ist es dann Gravel auch noch gleichzeitig. Es sind zwei UCI-Rennen an dem Tag. Also Max, du wirst es hier hören. Ich hoffe rechtzeitig... Ich bin nicht da um 7 Uhr. Ja. Okay, Jungs, war mir eine Ehre. Ciao. Ciao. Bis bald. Ciao. Kleiner Nachtrag noch, weil es so dämlich war. Wir waren da eine Woche oder, weiß ich nicht, 10 Tage im Urlaub und dachten, ja geil, wir holen uns auf jeden Fall ein geiles Hotel oben auf dem Tourmalet. Das heißt, wir hatten so ein Apartment in La Mangie. Das ist so, keine Ahnung, 4 Kilometer unterhalb des Gipfels. Was natürlich bedeutet, dass du jeden Abend einmal, nachdem du da schon durch die Pyrenäen gefahren bist, einmal nochmal ein Tourmalet hochfahren darfst. Das war auf jeden Fall echt richtig smart.